Ein herzliches Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem heutigen Webcast Aktives Forderungsmanagement statt Forderungsverwaltung. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, diesem Thema beizuwohnen. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Oliver Schulz. Ich bin heute der Gastgeber und wie in den letzten Monaten schon immer der Moderator des heutigen Webcasts im normalen Leben, der Vertriebs- und Marketingleiter von WTT Campus One. Ja, und Sie wissen, wir machen seit diesem Jahr nahezu monatlich unsere Webcast-Reihe. Das Spannende oder Besondere an dem heutigen Webcast ist, das ist der Auftakt ja, eines etwas neuen Formats. Und zwar, Sie sehen hier im Hintergrund bei mir mehrere Logos, unter anderem ein Logo, das Ihnen vielleicht vermutlich bekannt vorkommt, nämlich das Logo von EW Medien und Kongresse. Wir sind mit EW Medien und Kongresse, dem Verlag vom BDEW und VDE, im Frühjahr dieses Jahres zusammengekommen, mal gesprochen, ob wir nicht was zusammen machen können. Sie kennen EW Medien sicherlich als den Anbieter von sehr hochwertigen Präsenzseminaren mit Top-Referenten und Experten. Und Sie kennen uns als die Experten für das ganze Thema digitales Lernen, Arbeiten, Personalentwicklung, Schwerpunkt Energiebranche. Und da lag es ja nahe, dass wir mal was zusammen machen, weil viele von Ihnen uns auch gesagt haben, könnt ihr nicht auch ein bisschen stärker mal Expertenthemen für uns aufbereiten? Das machen wir sehr gerne und damit starten wir heute, meine Damen und Herren. Und zwar, wie gesagt, mit dem Thema Forderungsmanagement. Als ich das meinen Kollegen erzählte, muss ich Ihnen ehrlich gestehen, verdrehte der ein oder andere die Augen und sagte, okay, vielleicht nicht das spannendste Thema. Ich durfte ihm aber widersprechen und sagen, das ist nicht nur ein wahnsinnig wichtiges und aktuelles Thema, sondern es kann auch sehr interessant sein. Und Schuld daran oder Grund dafür ist mein heutiger Gesprächspartner. Das ist auch das dritte Logo, was Sie da oben sehen, über den ich mich sehr freue, dass er heute hier ist. Er selbst würde das wahrscheinlich nicht von sich sagen, aber er ist eine absolute Koryphäe im Bereich des Themas Forderungsmanagement und Insolvenzrecht in Deutschland. Umso stolzer bin ich, dass er heute bei uns ist und ich begrüße Sie ganz herzlich, lieber Lutz Paschen, Rechtsanwalt Lutz Paschen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind. Ja, vielen Dank für diese netten einführenden Worte und diese Vorschusslorbeeren. Ich hoffe, dass ich denen gerecht werden kann heute im Verlauf der Sendung. Ich bin Gründungspartner einer Anwaltssozietät, die sich seit roundabout 30 Jahren beschäftigt mit Forderungsthemen im B2B-Bereich. Und die da, wir betreuen Unternehmen aller Größenordnungen und Branchen. Und haben in den letzten Jahren, so in den letzten 10, 15 Jahren etwa durch eine veränderte Rechtsprechung auch sehr, sehr viel mit dem Insolvenzrecht zu tun, und zwar regelmäßig auf Gläubigerseite. Ich denke, wir werden das jetzt heute in der nächsten, ja, ich sag mal so grob, gut Dreiviertelstunde, Stunde weiter vertiefen. Ich möchte Sie auf eine Möglichkeit hinweisen. Wir sind heute hier live im Studio. Das heißt, Sie haben auch die Gelegenheit und Möglichkeit, vor allen Dingen natürlich Herrn Paschen Fragen zu stellen. Machen Sie gerne davon Gebrauch. Wir freuen uns, wenn das auch im virtuellen Raum interaktiv ist. Und wie sagt man so schön im juristischen Quid pro quo? Wir würden Ihnen auch zu Beginn gerne kurz zwei Fragen stellen, damit wir uns ein bisschen gezielter noch vielleicht auf Sie einstellen können. Und es wäre nett, wenn Sie uns die beantworten, natürlich A freiwillig, B anonym, selbstverständlich. Uns würde interessieren, welcher Branche ordnen Sie sich zu? Sie werden jetzt hier gleich eingeblendet bekommen. Vier Optionen: Sind Sie aus dem Bereich der Energieversorgungsunternehmen, der öffentlichen Verwaltung, der Industrie oder sonstigen Unternehmen? Dann können wir so ein bisschen sehen, aus welcher Perspektive wir vielleicht die Dinge heute auch betrachten. Sie können einfach in Ruhe klicken. Ich werde Ihnen dann im Nachgang, wird mir das Ergebnis eingespielt. Ich werde es Ihnen dann gerne sagen. Ich lasse Ihnen einen Moment Zeit. Die Kurzumfrage wird gerade geöffnet. Ja, und dann schauen wir mal rein, was da so kommt. Ich sehe, kann ich Ihnen ja mal so live sagen, gerade in einen hohen Anteil an Energieversorgern, 13% sonstige Branchen, 86% Energie, 2% Industrie. Also da kriegen wir so ein ganz gutes Bild. Wunderbar, vielen Dank. Und ja, ich sag mal, vielleicht ein bisschen eine rhetorische Frage, aber ich würde die trotzdem gerne stellen, weil sie für uns natürlich interessant ist. Wie wichtig ist das Thema Forderungsmanagement derzeit für Sie? Also wie hoch steht das auf der Agenda? Ist das sehr wichtig, eher wichtig, eher unwichtig oder eigentlich komplett unwichtig? Auch da interessiert uns mal so ein Gefühl. Ich glaube, auch Sie, Herr Paschen, sind gespannt, was so unsere Zuschauer Absolut. heute sagen, ob wir das richtig einschätzen.
Und auch da ist ein sehr interessantes Bild. Es gibt 3%, für die ist es unwichtig, aber ansonsten sehen wir ganz klar einen Fokus: 80%, 77% sehr wichtig, 18% eher wichtig. Sie sehen auch, ich gucke hier mal so ein bisschen seitlich zu einem Bildschirm, den Sie nicht sehen, aber da werden mir auch, wenn Sie es denn tun, Ihre Fragen eingestellt. Ich sage Dankeschön für Ihre offene Rückmeldung und wir legen los. Mein BWL-Studium ist schon ein paar Jahrzehnte her, aber auch damals gab es natürlich das Thema Forderungswesen schon. Ich hätte jetzt fast provokant eingeleitet, Herr Paschen, eigentlich ein alter Hut, könnte man meinen. Aber warum ist dieses Thema so hochaktuell? Na, also zum einen haben Sie das ja schon ganz richtig beschrieben, hat das Ganze natürlich auch ein bisschen den Charakter eines Evergreen, ja, ist also immer aktuell, aber die momentane Lage ist schon sehr besonders. Erstaunlicherweise ist es noch gar nicht so sehr das Thema Energiepreise, was uns da in dem Bereich beschäftigt, sondern getrieben werden momentan die Probleme, die da so sich langsam, sagen wir mal, etwas ansteigen, werden getrieben, vor allen Dingen durch Probleme wie Lieferketten. Themen wie Nachfolgen der Corona-Pandemie natürlich noch, Fachkräftemangel. Das sind so die Dinge, die die zahlreiche Mittelständler schon jetzt in Schwierigkeiten gebracht haben, sodass wir schon ein Steigen der Fallzahlen haben. Und das dicke Ende wird voraussichtlich erst noch nachkommen. Denn, ja. Wenn wir so von Lieferketten sprechen, dann vermute ich auch, dass, was das Thema Branchen angeht, wir durchaus auch einen starken Fokus auf das produzierende Gewerbe haben, oder liege ich da falsch? Nein, da liegen Sie 100% richtig. Das produzierende Gewerbe steht da natürlich oder ist da besonders betroffen. Und dummerweise ist ja schon vorherzusehen, dass es die gleiche Branche, die gleichen Branchen sein werden, die auch von dem Thema Energiepreise in der Zukunft stark betroffen werden. Um dem ganzen Thema mal, um das mal ein bisschen so statistisch zu untermauern, Herr Paschen, können Sie uns einen Überblick über die aktuelle Situation geben? Das Schlimmste ist ja immer, wenn es sich in eine Insolvenz auswirkt. Aber wie sehen die Zahlen da aus? Sie haben uns, glaube ich, was mitgebracht. Vielleicht können wir da mal einen schnellen Blick drauf werfen. Ja, das sind Zahlen des Statistischen Bundesamts, die ich Ihnen mitgebracht habe, gar nicht unsere eigenen Zahlen, die für den Moment erstmal noch recht harmlos vielleicht wirken. Man sieht erstmal, dass die Insolvenzzahlen in der jüngeren Vergangenheit stark runtergegangen sind. Mhm. Das war eine Entwicklung, die sehr überraschend kam, für alle Experten auch, geschuldet dem Umstand, dass in der Corona-Pandemie-Zeit eben sehr stark staatliche Hilfen gegriffen haben, dass wir auch im Insolvenzrecht Sonderregelungen hatten, die dafür gesorgt haben, dass die Zahlen so deutlich runtergegangen sind. Wenn man jetzt mal den Blick nach rechts wirft und in die nähere Vergangenheit schaut, dann sieht man aber diesen kleinen Zacken ganz am Ende. Das ist der offenkundige Beginn einer Entwicklung, die schon sehr deutliche Tendenzen nach oben zeigt. Der Hintergrund, warum der Ausschlag noch nicht so deutlich sichtbar wird, ist, dass das Statistische Bundesamt die Zahlen immer erst mit zeitlicher Verspätung deswegen liefern kann, weil sie anknüpfen an die Insolvenzeröffnung und der Insolvenzeröffnung ein Verfahren vorangeht, das vorläufige Insolvenzverfahren, was typischerweise so rund 3 Monate dauert. Und dadurch haben wir diesen zeitlichen Verzug. Ja? Interessanterweise ist aber so, das war die Grafik von eben, zeigte das, dass das Statistische Bundesamt in der Pressemitteilung schon mal Vorabzahlen für Oktober verkündet hat. Und da war die Rede von einer Steigerung von 18,4%. Und wenn Sie sich jetzt fragen, meine Damen und Herren, heißt das Webcast, der Webcast nicht Forderungsmanagement und wir reden über Insolvenzen? Ja, heißt Forderungsmanagement und wir werden darauf auch noch gezielt eingehen, selbstverständlich. Aber wenn wir jetzt hier gleich mit dem Damoklesschwert kommen, wir wollen ja mit Ihnen heute sozusagen präventive Maßnahmen besprechen. Wie können Sie prophylaktisch vorgehen, wenn so etwas droht? Und wenn wir Ihnen jetzt heute Charts zeigen würden, wo das Kind schon in den Brunnen gefallen wäre, sagen, ja, habe ich auch mitgekriegt. Deswegen wollen wir Ihnen heute auch ein bisschen den Hinweis auf solche Frühwarnsignale geben und wie wir damit umgehen. Das vielleicht nochmal, damit Sie nicht denken, Sie sind hier in der falschen Veranstaltung. Ja. Wir haben ja den Untertitel Forderungsmanagement, aktives Forderungsmanagement statt passiver Forderungsverwaltung genannt. Vielleicht erklären Sie den Untertitel nochmal. Was meinen wir eigentlich damit? Ja, es ist, sagen wir mal, die Frage, wie geht man an das Thema ran?
nach unserem Verständnis macht es eben sehr viel Sinn, proaktiv auf die Probleme zuzugehen, proaktiv sozusagen Schuldner zu adressieren, die in Schwierigkeiten geraten sind und sich nicht auf die schiere sozusagen Abwicklung solcher Fälle zu beschränken. Gerade im B2B-Bereich macht es hier sehr viel Sinn, proaktiv auch mit Ideen kreativ sozusagen an die Themen ranzugehen und mit dem Schuldner im Gespräch zu bleiben. Das heißt im Prinzip auch mal, also für diejenigen von Ihnen, die das noch nicht machen, wirklich mal eine klassische Kundenportfolioanalyse vorzunehmen. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, wer jetzt sagt, oh Gott, so viele. Herr Paschen hat es in einem Nebensatz eingangs gesagt, wir werden heute unseren Fokus sehr stark auf den, glaube ich, für Sie auch sehr wichtigen B2B, also Geschäftskunden, Sondervertragskundenbereich legen. Aber Kundenportfolioanalyse ist das Mittel der Wahl, das Stichwort? Absolut. Genau das wird, damit würde ich beginnen. Ja. Das Stichwort wäre an der Stelle KYC, Know Your Customer. Ja, also es ist einfach wichtig zu analysieren, wo liegen die Risiken, die größten Risiken, die Kräfte zu konzentrieren in dem Bereich und dann solche Kunden auch eng zu monitoren, sie eng zu begleiten. Um das vielleicht auch nochmal für Sie, die Sie ja stark aus der Energiebranche kommen, von meiner Warte auch mit viel Energiekontakt zu sagen, ich meine, Sie haben ja Ihr Portfolio, was sich klassischerweise aufgliedert in die Sondervertrags- und in die Tarifkunden. Und die klassische ABC-Analyse oder 80-20-Regel zeigt auch, dass Sie vielleicht mit den Sondervertragskunden doch einen signifikanten Umsatzanteil machen, den es besonders zu monitoren gilt, sage ich mal. Und wir haben natürlich auch im Kontext der Tarifkunden bei Ihnen, also der hohen Standardlastprofile in, sage ich mal so, Bäckereien, die so gerade noch Tarifkunde sind, da lohnt es sich natürlich auch mal hinzublicken und zu schauen, sind die A, ob ihrer Branche, wir hatten es davon, ja, betroffen? Genau. Und B, wie ist denn ihr Zahlungsverhalten? Ne? Ganz genau. Ja, also man kann da regelmäßig schon sehr frühzeitig eine Veränderung feststellen. Ja, also bei Warenlieferanten beispielsweise, die Skonto gewähren, das passt jetzt nicht so ganz auf die IVU-Unternehmen, aber die Erfahrungen sind übertragbar. Da sind das dann beispielsweise vorherige Skontozahler, die plötzlich netto bezahlen, also die Skontofrist nicht mehr nutzen. Also dass die Verschiebungen beginnen erst langsam erfahrungsgemäß und dann beschleunigt sich diese Veränderung. Und es ist eben wichtig, früh einzugreifen. Deswegen Know Your Customer, dranbleiben. Ja. Sie haben bestimmt, also mal Frage, Sie haben bestimmt ja auch in Ihrer Klientel Kunden, ich meine, man sitzt ja da jetzt nicht nur über Listen, wie macht man sowas technisch? Gibt es da auch so Systeme oder sowas? Wie läuft das jetzt? Also da gibt es natürlich jede Menge Auswertungstools, die jedes ERP-System hat. Aber es gibt auch spezialisierte Software, also tatsächlich Software, die für das sogenannte Kreditmanagement gemacht ist, mit der einerseits solche Auswertungen gefahren werden können und dann auch Hilfestellung gegeben wird bei der Begleitung solcher Kunden, dass man die eben ein wenig enger in den Fokus nimmt. Ja? Und dass man eben Alarmmeldungen zum Beispiel generiert werden, wenn bestimmte Daten sich negativ verändern. Ich brauche jetzt mal ein bisschen Nachhilfe von Ihnen, Herr Paschen, weil ja bei Ihnen zum Teil die Bereiche, die sich um diese Themen kümmern, auch unterschiedlich heißen. Forderungswesen, Forderungsmanagement, Mahnwesen, Inkasso. Helfen Sie mir noch mal ein bisschen. Ja. Also da herrscht tatsächlich ein wenig Begriffsverwirrung. Jeder definiert die Begriffe so ein bisschen anders. Ja, es gibt keine klar vordefinierte Abgrenzung zwischen Forderungsmanagement und Inkasso. Nach unserem Verständnis ist Forderungsmanagement eben ein aktives Arbeiten mit den Schuldnern, proaktiv auf sie zugehen, Lösungen suchen, frühzeitig eingreifen, währenddessen ich das Thema Inkasso oder die Begrifflichkeit Inkasso eher verorten würde im B2C-Bereich, wo im Vordergrund steht, große Mengen organisatorisch zu bewältigen, wo im Vordergrund steht, den richtigen Kanal zu finden, um Schuldner zu adressieren und wo nicht so sehr eine Rolle spielt, wie man das juristisch ausgestaltet. Deswegen ist das auch nicht primär unser Beritt. Ich komme nochmal zurück, weil Sie gerade juristisch sagen, auf dieses Thema Insolvenz. Wie gesagt, das ist ja, sage ich mal, eigentlich der Worst Case. Wenn einer mehrere Ihrer Kunden insolvent geht, das ist nicht nur für ihn schön, Sie sind ja vielleicht schon lange Geschäftspartner, sondern es hat ja auch signifikante Auswirkungen
für Sie? Sei es, sage ich mal, natürlich im Thema Umsatzliquidität, aber auch im Kontext der beschafften Mengen, die Sie ja haben, etc. Das ist ja alles, sage ich mal, ein Zusammenspiel. Jetzt stelle ich mir trotzdem nochmal die Frage, ist das Thema, also dieses Damoklesschwert Insolvenz, nicht ein bisschen hochgegriffen? Machen wir das ein bisschen zu dramatisch heute hier? Ich meine, nein. Also es ist tatsächlich so, dass die Insolvenz noch andere Folgen hat als nur den aktuellen Forderungsausfall. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, die da maßgeblichen Anteil dran hat, zu dem Thema Insolvenzanfechtung, hat in den letzten 10, 15 Jahren etwa dafür gesorgt, dass dieses Risiko immer präsenter geworden ist. Es gibt heutzutage quasi kein Unternehmensinsolvenzverfahren mehr, in dem nicht angefochten wird von Seiten des Insolvenzverwalters. Das bedeutet, der Insolvenzverwalter verlangt bereits vereinnahmte Zahlungen von den Gläubigern zurück, die sie in der Vergangenheit bekommen haben für erbrachte Leistungen. Und im Extremfall ist die Möglichkeit dieses Rückgriffs reicht bis zu 10 Jahre zurück. Das heißt, es drohen erhebliche Schäden aus einem einzelnen Insolvenzfall weit, weit über den Forderungsausfall in diesem konkreten Vorgang hinaus. Ich fand das schon in unseren Vorgesprächen hochgradig spannend und meine mich an einen Begriff zu erinnern, den Sie gebracht hatten und den wir vielleicht in dem Zusammenhang nochmal bringen, der Begriff der Vorschädigung. Ja. Den sollten wir uns vielleicht nochmal auf der Zunge zergehen lassen, damit wir bewusst machen, worauf muss man achten und warum ist das so kritisch? Ich werde das auch gleich nochmal vertiefen, weil das ist echt ein extrem wichtiger Punkt für Sie, ohne Ihnen Angst zu machen, sondern nur das richtig einzuordnen. Ja, Vorschäden, also Stichwort Vorschäden, momentan, wenn ich das momentan auf die Situation beziehe, betrifft es eben die Unternehmen, die angeschlagen sind, die schon gelitten haben unter Corona, die gelitten haben unter den Lieferketten, unter der Lieferketten-Thematik und die jetzt vor dem Risiko stehen, mit trotz Energiepreisdeckel mit erheblichen Zusatzkosten belastet zu werden und die eben schon geschwächt sozusagen ins Rennen gehen, die üblicherweise auch schon monatelang in finanziellen Schwierigkeiten stecken und dadurch genau diese Art von Problemen kreieren, die ich gerade aufgezeigt habe, dass ein erheblich erhöhtes Anfechtungsrisiko besteht, wenn es denn nachher schief geht. Ich versuche das jetzt nochmal unjuristisch mit meinen Worten zusammenzufassen. Sagen wir, ob ich es richtig verstanden habe. Also, wenn Sie als EVU einen Kunden haben im B2B-Bereich, von dem Sie schon das Gefühl haben, oh, Zahlungsverhalten kritisch, ist in der Branche, die heikel ist, und Sie liefern dem munter fleißig Energie, kriegen erstmal auch noch immer Ihre Rechnungen und irgendwann geht der und Sie sagen, ja, ich habe es ja kommen sehen, jetzt ist er wirklich insolvent gegangen. Dann können Sie nicht sagen, na, ich bin ja fein raus, ich habe das Geld gekriegt, sondern im Zuge dieses dann stattfindenden Insolvenzverfahren und der damit verbundenen Anfechtung kann es Ihnen, meine Damen und Herren, als EVU nur noch mal zusammengefasst passieren, dass man Rückgriff auf bereits geleistete Zahlungen an Sie, die Sie erhalten haben, macht und Sie eventuell im Worst Case zurückzahlen müssen. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, das war vollkommen richtig zusammengefasst. Und man muss dazu sagen, Worst Case, da würde ich sogar eine kleine Einschränkung machen. Gehen Sie davon aus, die Wahrscheinlichkeit, dass sie in Anspruch genommen wird, ist nahe 100% aktuell. Also insofern reden wir hier und viele von Ihnen haben ja tatsächlich das Thema Risikomanagement drin. Ich muss sagen, für mich war das ein Hammer. Nun bin ich nicht im so tiefen kaufmännischen Bereich drin. Sie werden das vielleicht wissen und sagen, dass der das nicht wusste. Aber ich finde, das ist trotzdem ein Punkt, auf den wir heute nochmal hinweisen können, weil wir wollen ja gleich auch erste Lösungsansätze bringen. Also jetzt hier nicht nur vor Weihnachten Angst machen, um Gottes Willen. Ich würde gerne nochmal einsteigen, damit wir uns auch nochmal für all die, die da nicht so tief drin sind, das Thema angucken. Machen Sie mal so eine kleine Story auf, was passiert bei so einer Insolvenz? Also wie läuft das eigentlich ab? Oh ja, das ist eine sehr einfache Frage für ein sehr kompliziertes Geschehen. Ich versuche mal eine einfache Antwort zu geben oder es so ein bisschen zu vereinfachen. Also starten tut die Insolvenz erstmal immer mit dem Insolvenzantrag. Das ist auch nicht so ganz trivial, weil es viele Rechtsfragen gibt, die genau an diesen Zeitpunkt anknüpfen. Zum Beispiel und wir wiederholen nochmal, Insolvenz gleich Zahlungsunfähigkeit. Insolvenz gleich Zahlungsunfähigkeit. Es gibt eine Alternative oder Überschuldung. Das ist der seltenere Fall, dass man nur eine Überschuldung hat. Der Normalfall ist Zahlungsunfähigkeit. Also das Unternehmen kann seine Rechnung nicht mehr begleichen. Ja. Stellt einen Insolvenzantrag, wenn er nicht von einem Gläubiger gestellt wird. Das kommt ja auch schon mal vor, dass also die Sozialkassen insbesondere, Krankenkassen oder ähnliche den Antrag stellen.
stellen den Insolvenzantrag. Damit geht das Verfahren los. Das Insolvenzgericht bestellt im Regelfall einen sogenannten vorläufigen Insolvenzverwalter. Mhm. Der hat den gesetzlichen Auftrag, das Unternehmen erstmal fortzuführen. Ist das heißt, ein Jurist? Das ist typischerweise ein Jurist. Mhm. Ganz selten sind es mal Steuerberater, aber im Regelfall ist es ein Anwalt von seiner Ausbildung her. Der hat, wie gesagt, den Auftrag, das Unternehmen zunächst mal fortzuführen und ein Gutachten darüber zu erstellen. Einerseits, ob die Insolvenzgründe tatsächlich vorliegen, was ist regelmäßig der Fall, wenn jemand einen Antrag stellt, und andererseits, ob genug Masse da ist, damit ein Verfahren überhaupt bezahlt werden kann. Ja, also das Verfahren von der Kostenseite her abgedeckt ist. Kommt er zu einem positiven Ergebnis, dann kommt es zur Insolvenzeröffnung. Typischerweise dauert dieses Vorverfahren so roundabout 3 Monate. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass man für diese 3 Monate Unterstützung bekommen kann von der Bundesanstalt für Arbeit, das sogenannte Insolvenzausfallgeld. Und dass dann, wenn der vorläufige Insolvenzverwalter das Unternehmen fortbetreibt, er 3 Monate lang das Ganze tun kann, ohne durch Personalkosten belastet zu sein, weil er die von der Bundesanstalt für Arbeit ersetzt bekommt. Ja? Am Ende dieses Prozesses steht dann die Entscheidung über die Eröffnung. Haben die Insolvenzgründe oder liegen die Insolvenzgründe vor nach Feststellung des vorläufigen Verwalters und ist genug Geld da, um das Verfahren durchführen zu können, dann wird das Verfahren eröffnet und dann wird im Regelfall eingetreten in eine Abwicklung des Unternehmens. Jetzt hatten Sie mir gesagt in unserem Vorgespräch, diese Phase der Insolvenzeröffnung, also wenn Sie, meine Damen und Herren, das mitbekommen, da ist besondere Vorsicht geboten. Ja, da ist absolute Vorsicht geboten. Ich sagte es ja schon, der vorläufige Insolvenzverwalter hat den gesetzlichen Auftrag, das Unternehmen fortzuführen. Und deswegen ist es typischerweise so, dass er an die Lieferanten und natürlich auch an Energielieferanten, die heute den Großteil unserer Zuschauer ausmachen, herantritt mit der Bitte nach Weiterbelieferung. Ja? Und es ist wichtig, darauf zu achten, wie man dieses dieses Geschäft ausgestaltet, um nicht weitere Verluste zu erleiden. Okay. Jetzt haben Sie uns, das ist das typische Verfahren, so laufen alle ab oder laufen alle gleich ab oder gibt es auch Varianten? Nein, es gibt ganz viele Varianten sogar. Die wichtigste Alternative, wenn man so will, ist ein Verfahren in Eigenverwaltung, regelmäßig mit dem Ziel der Sanierung des Unternehmens, also dass gar nicht abgewickelt werden soll und am Ende nicht sozusagen das Unternehmen gelöscht, aus dem Handelsregister gelöscht werden soll, sondern dass das Unternehmen saniert aus dem Verfahren wieder herauskommt. Dabei wird das Unternehmen dann regelmäßig unterstützt von Beratern, aber verwaltet sich selber in der Insolvenz. In diesem Fall wird der Geschäftsleitung des Unternehmens ein sogenannter Sachwalter an die Seite gestellt, der Aufsicht führen soll und der das Unternehmen kontrollieren soll. Und dieser Sachwalter, da gibt es oft Missverständnisse, der wird oft verwechselt mit dem Insolvenzverwalter und dem wird oft sehr viel Vertrauen entgegengebracht, gerade wenn es um weitere Geschäfte im vorläufigen Verfahren geht. Der hat aber nicht diese Kompetenzen, auch nicht die Haftung wie ein Insolvenzverwalter, das muss man wissen. Okay, also ich fasse zusammen, bei Insolvenzen in Eigenverwaltung doppelte Vorsicht. Ja, ich glaube, so kann man das sagen. Jetzt habe ich noch einen Begriff aufgeschnappt, das Thema Schutzschirmverfahren. Ja. Vielleicht können Sie das uns nochmal einordnen. Ist das eine dritte Variante? Ja. Oder? Ja, das Schutzschirmverfahren, das könnte man etwas flapsig bezeichnen als geniale Mogelpackung. Ja. Es hat nämlich dazu geführt, es ist eingeführt worden 2012 durch das sogenannte ESUG, das Gesetz zur erleichterten Sanierung für Unternehmen. Anlass war damals das Karstadt-Verfahren. Und es sollte dem Zweck dienen, die Sanierung sozusagen, die Sanierungsbemühungen zu unterstützen. Und das hat es vor allen Dingen dadurch erreicht, dass dieses Missverständnis aufgekommen ist, es sei eine Alternative zum Insolvenzverfahren. Und dass es auch so regelmäßig kolportiert wird, dass es auch so regelmäßig in der Presse dargestellt wird und damit von diesem Stigma der Insolvenz so ein bisschen befreit wird.
De facto ist es aber einfach nur eine besondere Form des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung. So, jetzt haben wir, also erstmal herzlichen Dank, Herr Paschen. Sie haben uns jetzt mal eine sehr schöne Eingliederung gegeben für alle, die das auch, wie ich, nicht mehr so in Erinnerung hatte. Was passiert da eigentlich genau? Jetzt hatte ich ja eingangs gesagt, wir wollen ja auch ein paar Tipps geben, was zu tun ist, wie man präventiv agieren kann. Und da würde ich gerne nochmal auf zukommen. Wir haben, ich gucke hier gerade nochmal auf unsere Liste, knapp 90% der heutigen Teilnehmer kommen aus dem Bereich der EVU. Was können EVU tun, um dem Forderungsausfall und darüber hinausgehenden Risiken entgegenzuwirken, vorzubeugen? Also was sind da jetzt konkrete Ratschläge? Wir wollen ja rechtzeitig. Ja, Sie meinen jetzt insbesondere bezogen auf die Insolvenzrisiken und die Risiken aus der Insolvenzanfechtung, also, beispielsweise? Ja, ich hätte sogar noch einen Schritt davor angesetzt. Ich hätte gesagt, also wir können beides betrachten, aber wir wollen ja heute schon gucken, wenn jemand schon ein doofes Bauchgefühl hat, sagen wir es doch mal so. Ja. Wir haben da die erfahrene Kolleginnen und Kollegen in der Buchhaltung im Mahnwesen und die sagen, das sieht nicht gut aus. Mhm. Was ist denn dann zu tun? Weil nur zu wissen, ein doofes Bauchgefühl bringt mich auch nicht weiter. Also deswegen, wie sollte sie jetzt adäquat reagieren? Also, und da will ich immer noch mal hinaus sagen, ich weiß, Sie alle pflegen zu Ihren Sondervertragskunden vermutlich auch gute Partnerschaft, geschäftspartnerschaftliche Kontakte. Man will ihn ja nicht weiter reinreiten, aber muss ja auch an sich selbst denken. Das ist ja auch so ein bisschen die Ambivalenz. Genau. Genau. Also es gibt, wenn man so will, einen Ausweg aus dem Dilemma. Der Ausweg, der findet sich im Insolvenzrecht. Das nennt sich dort Bargeschäft. Man darf das nicht missverstehen. Da geht es nicht um Barzahlung, sondern da geht es um die Idee, dass zwischen der Bezahlung und der Gegenleistung ein kurzer Zeitraum liegt. In der Rechtsprechung sagt man so typischerweise, das ist also nicht fest fixiert, sondern typischerweise 30 Tage zwischen Leistung und Gegenleistung. Und dann verfolgt das Ganze die Idee, dass quasi nur ein Aktivtausch stattfindet. Dass also das, was in dem Unternehmen an Vermögen da war in Form von Geld, das dann das Unternehmen verlassen hat, das also für eine Leistung bezahlt wurde, dass im Gegenzug ja die Leistung das Vermögen wieder angereichert hat, sodass wir quasi nur einen sogenannten Aktivtausch haben. Und derartige Geschäfte sind vom Anfechtungsrisiko weitgehend befreit. Das heißt, ich muss zusehen, dass ich meine Abrechnungszeiträume möglichst kurz hinbekomme, dass ich in den Genuss dieses Vorteils des Bargeschäfts gelange, dass also zwischen Lieferung und Bezahlung regelmäßig nicht mehr als 30 Tage vergehen sollten. Wie ist denn so Ihre Erfahrung? Ich meine, Sie haben das ja öfter. Haben wir das nicht eigentlich bei den RLM-Kunden Monatsabrechnungen? Also bin ich damit auf der sicheren Seite oder muss ich gegebenenfalls was anpassen? Was erleben Sie so in der Praxis? Ja, also in der Praxis gibt es natürlich zum einen das ganz tatsächliche Problem, dass vielleicht die Verpflichtung besteht, in weniger als 30 Tagen zu zahlen, ja, dass aber das Geld einfach nicht da ist. Da müssten wir gleich drauf zu sprechen kommen, was dann eigentlich zu tun ist. Ja. Ja. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass dieser enge Zeitkorridor deswegen sehr schwierig einzuhalten ist, weil wirklich die Rede davon ist, dass zwischen Leistung, also Lieferung dessen, was da bezahlt wird, und der Bezahlung genau dieser Lieferung nicht mehr als 30 Tage vergehen sollten. Okay. Und diesen Korridor genau einzuhalten, das ist nicht immer einfach, selbst bei den Fällen, die Sie gerade geschildert haben, wo man davon ausgehen sollte, das müsste eigentlich gelingen. Und bei Sondervertragskunden schon erst recht nicht, weil da die Bedingungen häufig nochmal ganz anders gestrickt sind. Aber wenn ich jetzt flapsig sage und die Kollegin denkt sich so, ja komm, jetzt wollen wir nicht päpstlicher als der Papst sein, genau das kann mir später auf die Füße fallen? Ja. Dann, also wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, also die 30 Tage sind schon rum oder es gibt keine Möglichkeit, den Vertrag so anzupassen, beispielsweise in der Krise, dann muss man zusehen, die zweite Alternative, was man tun kann, ist, Vereinbarungen zu treffen, Zahlungsvereinbarungen zu treffen, beispielsweise Ratenzahlungsvereinbarungen oder vielleicht auch schon mal Zahlungsvereinbarungen, bei denen auf Teile der Forderungen verzichtet wird. Wenn diese Vereinbarungen eingehalten werden, dann gelangt man seit der Anfechtungsreform Jahre 2017, für die wir auch gestritten haben, massiv als Gläubigervertreter, dann gelangt man in den Vorteil, dass man so eine Art Beweislastumkehr stattfindet und es dem Insolvenzverwalter im Fall eines Falles stark erschwert ist, seine Anfechtungsansprüche durchzusetzen. Also das ist kein
hundertprozentiger Schutz, gewährt keinen hundertprozentigen Schutz, kann aber sehr helfen. Ich glaube, meine Damen und Herren, jetzt wird ein bisschen auch deutlich, was wir mit dem Untertitel aktives Forderungsmanagement meinen. Also ich glaube, der Tipp, Herr Paschen, den wir unbedingt geben können, ist, lassen Sie es nicht auf sich zukommen, lassen Sie es nicht rumdümpeln, sondern gucken Sie sich das aktiv an. Ich glaube, da kommen wir schon Punkte. Und was mich freut, ist, ich kriege die erste Frage eingespielt, und zwar, wie hoch, das bezieht sich jetzt nochmal vorhin auf diese unterschiedlichen Verfahren, wie hoch ist der Anteil von Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung, möchte jemand wissen? Ja, also das hat ganz harmlos angefangen, kann man sagen. Also dieser Verfahrenstypus, der kam 1999 ins Gesetz hinein und am Anfang war das so im Promillebereich Anfang der 2000er. Mhm. Es hat dann unheimlich Fahrt aufgenommen, geboostet sozusagen durch das Karstadt-Verfahren und die gesetzlichen Regelungen, die damit einhergegangen sind, die die Sanierung nochmal gepusht haben. Und heute sind wir irgendwo so im einstelligen Prozentbereich ungefähr unterwegs. Und es ist davon auszugehen, dass die Zahl nochmal deutlich ansteigen wird. Denn mehr oder weniger unbemerkt, auch von der Fachöffentlichkeit, gab es jetzt gerade ganz aktuell am 9. November dieses Jahres in Kraft getreten eine temporäre Änderung des Insolvenzrechts vor dem Hintergrund der Krisen, die sich ja gerade so ein bisschen überschneiden, die dafür gesorgt hat, dass die Voraussetzungen für die Eigenverwaltung nochmal drastisch abgesenkt sind bis Ende des Jahres 2023. Das heißt, wir rechnen eigentlich stark damit, dass die Zahlen steigen werden und zwar deutlich. Und was ist mit dem sogenannten Insolvenzplanverfahren, wurde hier gerade noch hinterhergeschoben? Insolvenzplanverfahren, da sind wir wieder bei diesem Begriffsverwirrung, die da so ein bisschen herrscht. Das ist nichts anderes als ein Verfahren in Eigenverwaltung mit dem Ziel einer Sanierung am Ende des Verfahrens. Auch ein Schutzschirmverfahren ist ein Insolvenzplanverfahren. Und das endet eben so, dass über einen Insolvenzplan abgestimmt wird, in dem Gläubiger auf einen Anteil an ihrer Forderung verzichten müssen. Und das Unternehmen wird danach quasi wieder in den Normalbetrieb überführt. Ja, dann danke für die Aufklärung da in diesem Dickicht an Begrifflichkeiten. Auch hier nochmal wirklich sehr, sehr gerne an Sie alle der Hinweis, stellen Sie uns Fragen, löchern Sie vor allen Dingen an Paschen. Das macht uns durchaus Spaß und der Paschen ist sehr flexibel, was das angeht. So habe ich ihn bisher in unseren Vorgesprächen erlebt. Herr Paschen, zurück zum Thema, was kann man tun? Ich möchte auf die Warnsignale zu sprechen kommen. Also was sollte einen stutzig werden, hellhörig werden lassen, wenn ich an der entsprechenden Stelle der kaufmännischen Bereiche der EVU sitze, wo sollten mir die Ohren klingeln? Naja, also gut, erstmal hatten wir gesagt, es gibt schon recht frühzeitig, regelmäßig zeichnet sich ein verändertes Zahlungsverhalten ab. Das einfach derjenige, der vorher immer überpünktlich gezahlt hat, immer mehr Richtung pünktlich rutscht und dann in die Überfälligkeit hineinrutscht. Also das ist unbedingt im Fokus zu halten. Und spätestens, wenn es typischerweise bei Lastschriften beispielsweise zu Rücklastschriften kommt, also Lastschriften platzen, dann ist Alarmstufe rot und sofortiges Handeln geboten. Indem man einerseits nicht mehr automatisch liefert und indem man schnellstmöglich das Gespräch sucht. Ganz genau, ganz genau. Und zwar, indem man dabei so ein bisschen die Regeln beachtet, die wichtig sind, damit man eben dieses Anfechtungsrisiko im Griff behält. Bargeschäft, also versucht auf Bargeschäfte umzustellen, versucht Dinge, die damit nicht mehr zu retten sind, sauber getrennt von dem Bargeschäft, damit man diesen Bargeschäftscharakter nicht beschädigt, ja, muss man das sauber trennen. Dass man die Geschäfte, wo die 30 Tage beispielsweise nicht mehr einhaltbar sind, dass man da Zahlungsvereinbarungen trifft und auf die Art und Weise Vorsorge. Kriege eine nächste Frage rein. Muss die Belieferung von Energie bei Bekanntgabe der vorläufigen Insolvenz oder beziehungsweise Insolvenzeröffnung fortgeführt werden oder kann der Vertrag gekündigt werden? Das hängt davon ab. Ja, das ist natürlich eine nicht besonders beliebte Frage, typische Juristenantwort. Es hängt ganz stark davon ab. Es kann durch das Insolvenzgericht angeordnet werden, dass fortbeliefert werden muss. Ja, weil typischerweise ist das ein absolutes Essential. Ohne Energie kann kein Unternehmen arbeiten. Deswegen ist man als EVU natürlich auch immer in einer schwierigen Situation. Ebenso wie man sowieso schon damit zu kämpfen hat, dass man wenig Sicherungsmittel hat. Die Ware ist ja flüchtig. Ja?
der Warenlieferant, der kann unter Eigentumsvorbehalt liefern. Der ist auch insolvenzfest und kann seine Ware wieder abholen. Das ist bei der Energie schwierig. Ja, in der Tat. Ich habe auch gerade überlegt, ob mir noch was Spannendes einfällt. Absolut. Jetzt haben wir ja über Insolvenzen gesprochen, aber wir sind ja auch noch immer eine Stufe davor. Wie sieht es denn mit Tipps aus, Herr Paschen, für EVU, wenn es um das ganz normale Forderungsmanagement ohne Insolvenz geht? Auch da kann man sicherlich ja seine bisherigen Prozesse mal überprüfen und schauen, ob man da adäquat aufgestellt ist, oder? Ja, also da sollte man ja ständig dran arbeiten, ne? dass man immer besser wird. Zwei Dinge stehen da aus meiner Sicht besonders im Fokus und sind besonders wichtig zu beachten. Das eine ist der Zeitfaktor, spielt eine entscheidende Rolle. Ja, in Englisch würde man sagen, time is of the essence. Man muss möglichst nah dranbleiben. Man sollte nicht beispielsweise dieses ganze Mahnwesen so ausdehnen, dass man mit einer ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Mahnung außergerichtlich arbeitet, sondern man sollte schon frühzeitig auch die nächste Eskalationsstufe dann sozusagen ergreifen. Und was besonders wichtig ist aus meiner Sicht, ist, dass man sehr konsequent handeln sollte. Auf gar keinen Fall darf man rote Linien, die man selber gesetzt hat, ständig aufweichen und sozusagen wortbrüchig werden, was irgendwelche Ankündigungen für den Fall des Nicht-Einhaltens von Fristen angeht, sondern man muss sehr konsequent auf diesem Weg voranschreiten. Und wenn man eine Maßnahme angekündigt hat, für den Fall, dass Fristen nicht beachtet werden, dann muss man das auch zeitnah durchziehen. Wie ist denn so jetzt Ihre Erfahrung? Es gab jetzt eine Reihe von Tipps, von Hinweisen. Würden Sie, unabhängig davon, dass Sie damit Ihr Geld verdienen, aber würden Sie sagen, eigentlich, das kann man wirklich selbst machen? Oder wo ist die Stelle, wo Sie sich wirklich professionellen Rat holen würden oder empfehlen, dass man sagt, jetzt holt euch aber mal mit juristischem Sachverstand dazu. Ja. Wo gibt es da Ihrer Meinung nach die Empfehlung? Ja, also ich sag mal, spätestens der Moment, und da rede ich jetzt besonders vom B2B-Bereich, das ist ja unser Fokus heute, spätestens in dem Moment, in dem ich mit einem Insolvenzantrag eines Kunden konfrontiert werde, das ist der allerspäteste Moment, wo ich mich schlau machen muss, wo ich entweder hausintern Rat suchen sollte oder, wenn es denn nicht anders geht, extern Rat hinzuziehen sollte, damit ich nicht im vorläufigen Insolvenzverfahren teuer dafür bezahle, dass ich den falschen Versprechungen geglaubt habe. Es gab ja gerade die Frage, wie sieht es aus? Muss ich weiter liefern? Ja, im Regelfall ja. Ja, und dann muss ich eben zusehen, wie gestalte ich diese Lieferbeziehung aus, damit ich nicht weiteren Schaden erleide, damit ich nicht in diesen 3 Monaten quasi nachher geliefert habe und kein Geld bekomme. Und es ist natürlich wichtig, sozusagen auch in seiner Kommunikation mit dem Insolvenzverwalter und auch schon mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter darauf zu achten, dass man nicht weitere Anfechtungsrisiken schafft, dass man da vorsichtig umgeht und dass man mit der Terminologie an der Stelle vorsichtig umgeht. Mhm. Ja, deswegen kann ich das nur dringend empfehlen, spätestens bei einem Insolvenzantrag eines Kunden Rat einzuholen. Nächste Frage aus unserem Auditorium. Wie sieht es mit Vorauszahlungen bei Sondervertragskunden aus? Ja, die Frage ist insofern ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ein bisschen unklar bleibt, was heißt das, wie sieht es mit Vorauszahlungen aus? Zunächst mal kommt es darauf an, von welcher Phase wir jetzt sprechen. Also sprechen wir jetzt vom vorläufigen Insolvenzverfahren oder vom eröffneten Insolvenzverfahren, weil die Eröffnung des Insolvenzverfahrens ist sozusagen die Grenze, ab derer eine neue Zeitrechnung beginnt gewissermaßen. Bis dahin, alles, was bis dahin aufgelaufen ist, ist für den Fall, dass es nicht bezahlt wird, Insolvenzforderung. Man bekommt also nur die Quote. Mhm. Und alles, was danach vereinbart wird, ist eine sogenannte Masseverbindlichkeit. Das heißt, der Insolvenzverwalter oder in Eigenverwaltung der Schuldner steht in voller Höhe dafür ein. Deswegen ist die Frage so ein bisschen schwierig zu beantworten. Also kann der Dame gerne nochmal anbieten, falls Sie es noch etwas konkretisieren, gehen wir im Laufe des Webcasts gerne nochmal darauf ein.
Ich hatte es vielleicht auch so verstanden, wenn das in Richtung einer Abschlagszahlung oder so geht, ob man die sozusagen für künftige Lieferungen schon einbehalten darf oder ja. Wie aber, gesagt, die Trennlinie verläuft bei der Insolvenzeröffnung, also nicht beim Insolvenzantrag, sondern bei der Insolvenzeröffnung. Alles, was danach passiert, da beginnt eine neue Ära sozusagen. Ja? Paschen, wir kommen so langsam, aber sicher zum Ende unseres, für mich wie immer, ich hoffe für Sie auch, sehr spannenden Austausch-Webcast heute zu diesem Thema. Und ich hoffe, ich habe eingangs nicht zu viel versprochen, wenn ich sage, also das Thema, da steckt mehr dahinter und ist viel spannender, als man während dem Titel vermuten oder befürchten mag. Ich finde es mal gut, wenn man nochmal so ein Summary von Ihnen bekäme, Stichwort Ihre Top 3 Tipps, die Sie nochmal an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer haben. Was würden Sie denn mitgeben, so was man heute aus der heutigen Runde mitnehmen sollte, um es für sich so anzuwenden? Ja, Top 3 würde ich sagen, fangen wir einfach mal vorne an, sozusagen historisch, nochmal dieses Thema Know Your Customer. Also nicht unterschätzen, wie wertvoll das ist, sehr nah dran zu bleiben am Kunden, also tatsächlich seinen Bestand mal zu sichten, besondere Risiken ausfindig zu machen und die besonders eng zu begleiten, denn wir alle sind heute ja knapp an Personalressourcen und da muss man irgendwie sehen, dass man seine Kräfte konzentriert. Das wäre Tipp Nummer 1, wenn Sie so wollen. Tipp Nummer 2, die beiden Dinge, die beiden Methoden, die angesprochen wurden, um das Anfechtungsrisiko für den Fall der Fälle herabzusetzen, davon reichlich Gebrauch machen. Das heißt also zusehen, dass man die Abrechnungsperioden möglichst so wählt, dass man in den Genuss des Bargeschäfts im insolvenzrechtlichen Sinne kommt. Und die Dinge, die man auf diese Art und Weise nicht lösen kann, da tatsächlich auch schriftlich dann Zahlungsvereinbarungen treffen, um sich gegen spätere Anfechtungen abzusichern. Tipp Nummer 3, wenn Sie so wollen, sich unbedingt jetzt gerade in dieser aktuellen Lage mit den steigenden Insolvenzzahlen sich vertraut machen mit dem Thema, sich professionellen Rat für den Fall der Fälle sichern und ja, idealerweise fortbilden vielleicht in diesem Bereich. Ja, vielen Dank, Herr Paschen. Ich hätte jetzt normalerweise eigentlich gerade die Fragerunde nochmal eröffnet. Ich muss das gar nicht. Vielen Dank dafür, dass Sie so zahlreich hier auch fragen. Es kommen ein paar Fragen rein, Herr Paschen, darauf hatten wir gehofft. Und ich sehe anhand der Fragen, dass da scheinbar Profis im Auditorium sitzen. Wie ist bei angezeigter Masseunzulänglichkeit vorzugehen? Bei angezeigter Masseunzulänglichkeit habe ich die Situation, dass all das, was mir verbindlich zugesagt worden ist an Bezahlung, dass ich damit nicht mehr rechnen kann. Das heißt, ich muss also sofort reagieren und muss zusehen, dass ich schnellstmöglich aus diesem Vertragsverhältnis aussteige. Auch da ist es so ein bisschen schwierig. Aussteigen heißt kündigen, ja. Wobei auch da ist es jetzt ein bisschen schwierig. Da kommen wir jetzt so in den Bereich der sozusagen ganz konkreten Falles, wo es darauf ankommt. Wie ist die konkrete Konstellation? Ist das im vorläufigen Insolvenzverfahren? Ist das was für eine Art von vorläufiger Insolvenzverwalter ist da bestellt? Ist es ein schwacher oder ein starker? Das würde den Rahmen hier sicherlich sprengen. Aber insgesamt könnte man sagen, so schnell wie möglich raus aus der Vertragsbeziehung, damit man die Belieferung beenden kann. Denn in dieser Situation kann ich nicht mehr mit einer Bezahlung rechnen. Wir kriegen eine Konkretisierung der Vorauszahlungsfrage von eben. Beispielsweise der Kunde ist bereits bekannt mit verspäteten Zahlungen. Könnten Vorauszahlungen, Abschlagszahlungen helfen, die Anfechtungsrisiken zu minimieren? Die Frage ist in der Konstellation sehr interessant. Das kann helfen, ja, aber nur dann, wenn diese 30-Tage-Frist eingehalten ist, denn die gilt in beide Richtungen. Also die gilt sowohl, wenn erst die Leistung erbracht wird und dann die Gegenleistung, also erst Strom geliefert wird beispielsweise und dann gezahlt, wie auch andersrum. Also wenn gezahlt wird und der Strom dann später geliefert wird, in beide Richtungen sollte man diese Faustformel mit den 30 Tagen einhalten und dann kann das sehr hilfreich sein. Also wir nehmen mit zeitliche Synchronität von Lieferung und Begleichung muss einfach gegeben sein in diesem engen Zeitkorridor. Genau. Im vorläufigen Insolvenzverfahren sind Zahlungsverpflichtungen ausgesetzt. Ist das so korrekt? Nein, das ist so überhaupt nicht korrekt. Zahlungsverpflichtungen bestehen eigentlich fort. Das Einzige, was ausgesetzt ist, die Möglichkeit, sie zu realisieren als Gläubiger. Ja, also man macht abgesehen davon, also erstmal die
Gerichtsverfahren beispielsweise, die geführt werden über solche Verordnungen, die laufen einfach fort. Die Frage ist nur, wie wahrscheinlich ist denn, dass ich das realisieren kann? Ja? Die Forderungen gehen aber nicht unter oder so, sondern wenn sie in dieser Zeit nicht bezahlt werden und später zur Tabelle angemeldet werden, werden das einfache Insolvenzforderungen. Wunderbar. Ich sehe jetzt hier auf meinem Bildschirm gerade keine weiteren Fragen eingehen. Meine Damen und Herren, ich hoffe, es hat Ihnen so viel Spaß gemacht wie uns. Ich hoffe, dass ich darf das für Sie auch sagen. Ja. Es war wirklich eine sehr spannende Runde. Es macht uns natürlich auch mal Spaß, wenn Sie uns Fragen stellen. Und ich hoffe, wir konnten etwas Ihren Wissensdurst rund um das Thema Forderungsmanagement stillen. Ich habe eine Menge gelernt. Sie haben hoffentlich auch einiges mitgenommen. Und ja, ich bin ganz happy, dass wir heute so einen schönen Auftakt hatten unserer ersten Gemeinschaftsreihe zusammen mit unserem Partner EW Medien und Kongresse. Und ich hoffe, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, dass wir gemeinsam auf diesem Expertenniveau Ihnen im kommenden Jahr weitere spannende Themen präsentieren werden für Sie als EVU und nehmen da auch gerne immer Ihre Wünsche an. Insofern, ja, dürfen Sie sich da auf einiges freuen. Lieber Lutz Paschen, Dankeschön für diesen tollen Austausch und Dialog. Hat Spaß gemacht. Danke auch an Sie. Ja, ansonsten kann ich einmal darauf hinweisen, dass wir die Gelegenheit nutzen, so einen Experten heute im Studio zu haben, dass wir direkt am Nachmittag für Sie noch ein kurzes Wissen-Kompakt-Format aufnehmen werden, wo das geballte, komprimierte Wissen von Herrn Paschen nochmal in ein Kurzformat gepackt wird, dass Sie dann relativ bald von uns auch in Ihrem Portfolio sehen werden. Oder wenn Sie noch nicht Kunden sind, dann sehen Sie auch im Internet, dass wir Ihnen da auch was bieten, wo man das alles nochmal kompakt sich nachlesen kann oder nachhören, sehen kann. Und dann möchte ich mich jetzt erstmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Teilnahme, Ihre Aktivität, wünsche natürlich eine schöne Adventszeit, gute Tage und ja, bleiben Sie gesund. Da habe ich gleich noch einen wichtigen Hinweis für Sie. Und zwar, wir haben natürlich in so einer knappen Stunde nicht ansatzweise die Möglichkeit, dieses Thema vollumfänglich, erschöpfend zu erschlagen. Das schaffen wir nicht wie nie bei Webcasts. Deswegen darf ich gleich nochmal darauf hinweisen, wie gesagt, dass unser Partner EW Medien und Kongresse zu diesem Themenfeld im kommenden Jahr eine Reihe von Veranstaltungen anbietet, die da natürlich nochmal mit sehr viel mehr Tiefgang darauf eingehen. Die blenden wir Ihnen nochmal kurz ein. Die können Sie sich bei Interesse natürlich dann auch nochmal vormerken. Und da freuen sich die Kollegen sicherlich auch über zahlreiche Anmeldungen. Also da blenden wir das gerne mal ein, wann die nächsten Termine jetzt sind. So, wir lassen das mal so stehen. Ich verabschiede mich nochmals heute aus dem Studio Stuttgart-Fellbach. Lutz Paschen, Oliver Schulz sagen besten Dank, gute Zeit und bis demnächst. Machen Sie es gut. Tschüss und bis zum nächsten Mal.